Was geht ab, liebe Leute? Ihr seht das, die Fußmagazin. Mein Name ist Yannick. Ich bin hier am Schwarzen Café und ich werde gleich eine Künstlerin treffen. Sie heißt Paula Hartmann und ihr solltet sie kennen, weil die ist momentan in aller Munde. Ich werde mit ihr über ihren Werdegang sprechen und ganz viele andere Sachen. Deswegen, let's go. Um 5 dann in Bus Richtung abgefuckt sein. Dusche, Putzzähne und Aspirin rein. Haare nach hinten, die Stimme ist tief. Ich war noch nie verliebt. Schon wieder eine Nacht lang ohne Schlaf. Der Kopf lehnt am verdreckten Fenster einer Bar. Grüß dich, Paula. Hallo. Wir befinden uns hier im Schwarzen Café. Warum sind wir hier heute? Wir sind hier, weil das zu meiner Hood gehört und ich hier früher auf Zeit verbracht habe. Ich möchte als allererstes mit dir über deine musikalischen Anfänge sprechen. Erzähl doch mal, wie hat das angefangen mit der Musik? Ich weiß, du spielst Klavier und du hast vorher schon Gedichte geschrieben. Richtig, richtig, richtig. Ich spiele auch alibi-mäßig ein bisschen Ukulele, aber Ukulele? Super schlecht. Somewhere over the Rainbow-mäßig? Ja, das habe ich, glaube ich, nie geschafft. Ich kann C, G, A, Moll, glaube ich, und F. Mhm. E-Moll kann ich auch noch, das war's. Okay. Aber ja, genau, ich habe früher gerne Gedichte geschrieben. Damit habe ich irgendwann aufgehört. Und ich habe auch früher immer gerne gesungen, aber das beides nie richtig zusammengebracht. Und irgendwann hat mich Friso, der mittlerweile mein bester Freund und quasi Bruder ist, gefragt, ob ich für die Songtext schreiben kann. Ich kannte die damals gar nicht. Und dann habe ich denen auch gesagt, dass ich gar keine Ahnung von sowas habe. Und so habe denen einfach ein Gedicht geschrieben und meinte, die soll sich daraus die Zeilen picken, die sie cool finden. Und dann haben sie irgendwie so einen Monat später gefragt, ja, hättest du vielleicht zufällig auch Lust, das doch einzusingen auch? Mhm. Habe ich das gemacht. Das war 2017 oder 18 oder sowas. Das war mein erster Kontakt mit Songwriting. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen und ein Freund von denen hat mich gefragt, ob ich was mit denen machen will. Ich habe einfach erstmal zu allem Ja gesagt und habe dann meine Truppe im Süden von Hamburg kennengelernt, die alle in der Hip-Hop-Welt sind. Und da habe ich erst richtig angefangen, Musik zu machen und dann kam irgendwie eins zum anderen. Dann habe ich mein Management kennengelernt und mit denen ging eigentlich alles los. Und in der Kindheit schon so ein bisschen rumgeklimpert? Oder war das immer so ein Wunsch von dir, dass du es mal machen willst? Es war auf jeden Fall immer ein Wunsch. Aber also geschrieben habe ich damals noch nichts. Mhm. Also damals habe ich einfach Sachen gecovert oder so. Es war auf jeden Fall immer ein Wunsch. Aber ich habe ja auch schon super früh gespielt. Und Schau gespielt. Genau. Geschauspielt. Ich weiß auch bis heute nicht, wie man das richtig sagen würde. Schaugespielt. Ich war schon früh Schauspielerin. Ja. Aber ich habe, glaube ich, unterbewusst als Kind schnell gerafft, dass das nicht unbedingt jeder cool findet, wenn du sowas machst, was so Aufmerksamkeit generiert. Und habe auch früh gelernt, da nicht drüber zu reden, außer wenn ich am Set bin. Und ich glaube, dass ich deshalb irgendwie aus so einem Schutzmechanismus so dachte, oh Gott, ich kann jetzt nicht noch die sein, die auch noch Musik macht. Deswegen habe ich mich, glaube ich, nie getraut, das weiterzudenken. War das wirklich bei dir so ein Ich-trau-mich-nicht-Ding? Komplett, komplett. Auf jeden Fall. Ich weiß auch noch, ich war 2018 auf dem Splash und da hatte ich auch richtig, also ich bin jeden Abend früher zurück zum Campingplatz, weil ich irgendwie so einen richtigen so Herzschmerz hatte, weil ich mich so gefreut habe, diesen Leuten dabei zuzugucken. Und es gibt ja auch einfach Leute, die so krass auf einer Bühne wirken und ich so dachte, oh Mann, und ich werde nie herausfinden, ob ich das cool gemacht hätte, ja. Jetzt werde ich es doch herausfinden. Geil. Und ihr werdet auch alle herausfinden, ob ich kirchlich scheitere oder ob ich es kann. Vor deinem Musikerdasein warst du ja schon Schauspielerin, wie wir vorhin besprochen haben. Inwieweit hat dich das denn geprägt und vielleicht inwieweit prägt dich das auch vielleicht in deiner Musik? Ich glaube, am meisten prägt es mich in die Richtung, dass ich einfach eine Liebe für Geschichten habe. Und dass ich bin es ja durch die Arbeit im Schauspiel gewohnt, dass ich eine andere Geschichte erzähle. Und ich versuche, die Rolle, die ich da spiele, so gut wie möglich als diese Rolle zu präsentieren. Natürlich, man sucht Parallelen, aber ich versuche ja da nicht, mich darzustellen. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir im Songwriting voll geholfen hat, dass jeder Song total aus mir kommt. Aber es gibt so einen Punkt, an dem du, glaube ich, dein eigenes Songwriting oder dein eigenes Schreiben so eingrenzt, wenn du nur autobiografisch bleiben willst. Und wenn du das loslöst und dich traust, einfach aus deinem Gefühl eine Geschichte weiterzubauen,
glaube ich, kommt manchmal was Schöneres bei rum. Kommt natürlich auf die Künstlerperson drauf an. Aber ist mir zum Beispiel bei dem letzten Casper-Album aufgefallen. Da hat er bestimmt teilweise autobiografisch geschrieben, aber dieser Billy Joe-Track zum Beispiel ist natürlich auch Teil seiner Geschichte, aber es ist nicht seine Geschichte und trotzdem berührt es einen super krass. Voll. Das hat mich an Casper schon immer auch sehr gecatcht, dass er auf jeden Fall auch eine Liebe für Geschichten erzählen hat. Ja. Apropos Casper, du hast ja von ihm schon viel Lob bekommen, von Haftbefehl hast du auch schon Lob bekommen und ganz vielen anderen. Was macht dieses Lob mit dir? Wie fühlt sich das an, so viel Lob von allen Seiten zu bekommen, von solchen riesigen Namen? Haftbefehl. In allererster Linie fühlt man sich, oder habe ich mich einfach nur richtig geehrt gefühlt und war so, hä, warum sehen die das jetzt? Und also ich habe mich einfach nur gefreut. Lustig auch Haftbefehl, Haftbefehls Nachricht habe ich gesehen, als ich in dem Hamburger Pendant zum Schwarzen Café saß. So. Ich saß da so mit 6 Freunden auf so einer Bank und das war gerade am Samstag nach dem Truman Show. Ja. Und ich habe so kurz auf die Anfragen gedrückt und sehe so einen blauen Haken. Und so, stand da so Haftbefehl. Und ich so, nein, ich dachte, ich habe mich verguckt irgendwie, habe ich mir das eingebildet. Ich guck so in die Runde, ich glaube, ich habe eine Nachricht von Haftbefehl. Das ist so krass. Und dann so der Freund, der neben mir sagt, was, zeig, und alles so mega ausgerastet. Verspürst du auch Druck ein bisschen? So ein bisschen voll. So Performance-Druck jetzt, weil voll. All Eyes on You? Das war nach Truman Showboat, war das, hatte ich richtig Angst, weil wenn du, ich habe wirklich bis jetzt eigentlich nur Liebe bekommen. Ich habe noch gar nichts Schlechtes richtig gelesen. Ich habe, glaube ich, seitdem meine Songs draußen sind, 2 böse DMs bekommen. Krass, das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, ob du Hater hast. Also wirklich so wenig und du hast so voll Angst, diese Liebe irgendwie zu verspielen mit deinem nächsten Song und du willst einfach nur, dass die Leute dich weiter gern haben. Du willst ja nicht enttäuschen am Ende des Total. Tages. Ja. Aber ich glaube, das geht mit der Zeit weg, weil irgendwann hast du alle enttäuscht, die du enttäuschen kannst und dann ist es, dann sind noch die da, die dabei sein wollen. Ja. Aber das ist halt am Anfang voll schwierig, weil du so noch ein bisschen im Dunkeln tappst und weil ich ja auch gerade erst dabei bin, mein Profil richtig zu zeichnen und dann, oh Mann, die anderen hätten es bestimmt in Blau mehr gemocht. Mhm. Aber jetzt habe ich mich doch für Lila entschieden. Mhm. So. Ja, aber mal sehen. Du hast auch mit Casper, das durfte ich schon hören, ein Feature. Oh, ich wollte gerade, ich hatte vorhin schon, war ich so, oh fuck, soll darf ich es jetzt schon sagen? Erzähl mal. Wie kam das zustande und wie fühlt sich das an? Es ist einfach nur eine Ehre. Ich freue mich richtig doll und es ist auch eine riesige Bereicherung für den Song gewesen. Auf jeden Fall. Ich habe auch neulich, als ich so den fertigen Song das erste Mal gehört habe, kamen mir so Tränen in den Augen, weil ich war, also ich verbinde Caspers Musik sehr mit meinen Freunden aus München und wir sind halt irgendwann mal zu fünft in so einem richtigen Schrott Astra, so einem Opel Astra, sind wir zu fünft auf so einen Berg gefahren und lagen wirklich, wir haben dieses ganze Auto auch ausgebeult, weil wir zu fünft auf diesem Mini-Dach lagen, weil Sternschnuppennacht war. Und da haben wir sehr viel Casper gehört und dann hatte ich neulich so ein Tränen im Auge, weil ich dachte, boah, hätte mir jemand damals so gesagt, dass auf meinem ersten Album ich die Ehre habe, Casper als Feature zu haben, dann hätte ich es niemals geglaubt. Ja, safe. Verstehe ich komplett. Das ist auf jeden Fall richtig schön und ich freue mich sehr. Es gibt kein Happy End für uns, es gibt kein Happy End. Will den Absturz, ich will nicht mehr an uns hängen. Du kannst uns nicht retten, ganz egal wie sehr du kämpfst. Tritt das letzte Feuer aus, das jetzt noch in dir brennt. Gibt kein Happy End, es gibt kein Happy End. Und zu gehen ist nicht so schwer, wie du grad denkst. Hollywood reift deinen Abgang, Dolly Zoom in den Abspann. Credits ab und erkannt das, ich Nebenrolle von Anfang an war. Ja, erzähl doch mal, das ist deine Hood? Ja. Wie war denn das hier aufzuwachsen? Friedlich, würde ich sagen. Friedlich und genug los. Aber irgendwann hat man das ja auch, glaube ich, durchgespielt. Deswegen bin ich dann nach Brandenburg. Wie meinst du durchgespielt? Naja, was ich vorhin schon gesagt habe, also ich habe früher super viel am Saviniplatz gechillt hier hinter uns. Aber ich habe das Gefühl, irgendwann lösen das halt so die neueren Jahrgänge ab und dann ist das so deren Platz. Ich finde die Vorstellung voll idyllisch, dass dann immer neue Jahre kommen. Mhm. Und das irgendwie so unbesprochen dann einfach weitergereicht wird. Verspürst du das überhaupt, dass du in so ein, von deinem Umfeld und so weiter in so ein Rich Kids, in so eine Rich Kids Schublade gesteckt wirst? Gar nicht. Ich würde auch nicht sagen, dass ich ein Rich Kid war. Ich bin, habe das Privileg, dass ich mir nie Sorgen um Geld machen musste. Mhm. Aber ich war, also
das meiste, wofür meine Eltern früher Geld ausgegeben haben, war meine Grundschule, damit ich zweisprachig aufwachse. Mhm. Und welche Sprachen? Das war Englisch und Deutsch. Nice. Aber da waren richtig viele Rich Kids und deswegen habe ich mich eigentlich immer eher als so lower da wahrgenommen. Mhm. Aber gar nicht im Negativen. Aber ich persönlich habe das eigentlich nicht so wahrgenommen und auch nicht von meinem Umfeld so wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Eine Sache, die in deiner Musik immer wieder durchdringt oder jetzt auch beim Hören vom Album irgendwie immer wieder durchdringt, ist so, das, was ich zumindest rauslese oder raushöre, so ein bisschen so eine Kritik an so einem Posh-Lifestyle, sag ich mal. Irgendwie, den man dann aber trotzdem auch irgendwie lebt, auf eine Art, und man will es sich auch irgendwie gut gehen lassen. Was sind denn so deine Gedanken dazu? Weil du hast mir vorhin schon erzählt, du trinkst ungern Bier zum Beispiel. Und ich als Münchner, das ist für mich eigentlich ein Red Flag. Ich will gar nicht kritisieren eigentlich, also in gar keine Richtung. Aber wenn, dann in alle Richtungen. Oder also ich sowohl dieses Porsche-Life als auch das etwas abgefucktere. Ja, oder Szene-Life. So. Aber ich sehe das eigentlich nicht so als persönliche Kritik, oder so, sondern mehr, dass ich so als irgendwie Beobachter dabei stehe. Womit wir da bei den Geschichten sind ein bisschen. Richtig. Ja. Du erwähnst ja Charlottenburg und einzelne Straßen immer wieder in deinen Texten. Was hatte der Bezirk hier für einen Einfluss auf dich als Mensch, aber vielleicht auch als Künstlerin? Ich liebe Charlottenburg, aber ich glaube, in Bezug auf Berlin ist es so manchmal eine Light-Version für mich gewesen. Mhm. Oder insofern, als dass ich nie wirklich überfordert wurde. Verstehe. Weshalb so Zeilen wie Fremdkörper am Kotti oder so zustande kommen, weil hier einfach, glaube ich, weniger Menschen auf einmal sind. Diese Überforderung ist einfach hier nie so richtig doll gewesen. Mhm. Und ich wollte gerade sagen, du kennst schnell viele Leute, aber das ist in jedem Bezirk, glaube ich, gleich. Ja. Aber ja, ich mochte es hier immer. Und jetzt sind wir gleich bei deinem absoluten, absoluten Lieblingscafé. Ja, wir sind gleich bei Karas. Und ich bin früher zur Schule gegangen, die direkt bei Karas ist. Mhm. Und ich glaube, ich habe locker schon einen Kleinwagen an Geld da gelassen. Geil. Da früher wirklich, ich habe mich nur davon ernährt. Ich habe nichts anderes getrunken. Ernährt gleich? Wirklich, no joke. Und mittlerweile ist auch immer, wenn ich in Berlin bin, komme ich mindestens einmal am Tag hierher. Wo fällt die Liebe hin? Wo muss ich stehen, um sie zu fangen? Gib mir was gegen die Angst und ich glaube kurz daran, ein Wort gelang. Wo fällt die Liebe hin? Wo muss ich stehen, um sie zu fangen? Doch mein Truman-Show-Boot fährt im Sonnenuntergang gegen eine Wand. So, liebe Paula. Du hast mich influenced mit diesem wundervollen Getränk hier, was ich schon komplett wegrasiert habe. Sag noch mal bitte, was das ist. Das hört sich aber dünner an. Aber es ist echt Es ist unfassbar. Ja, es ist ein Matcha-Frappé mit Sojamilch. Und es ist auch wichtig, dass man den mit Sojamilch bestellt, weil er wirklich nicht mit normaler Milch schmeckt. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich habe nur den, aber der ist unfassbar gut. Danke, danke. Lass uns jetzt zu deinem Album kommen. Ist vielleicht ein bisschen intim, aber wie geht's in deinem Herzen? Ich würde sagen, ich fühle den Albumtitel gerade wieder. Okay, ich verstehe. Ich frage deswegen, weil deine Texte natürlich irgendwie so eine sehr düstere Seite haben oder so eine düstere Energie haben, den aber auch irgendwie so ein bisschen, manchmal so ein bisschen umarmt oder ein bisschen sich besser fühlen lässt. Woher kommt das? Aus mir. Das ist auf jeden Fall ein Gefühl, was ich hier in mir trage und immer schon erlebt habe. Natürlich etwas dramatisch zugespitzt und dargestellt. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch eine Seite von mir. Wie fühlt es sich an, diese ja doch sehr intimen Gedanken und Gefühle in die Welt hinauszutragen? Ich muss ehrlich sein, ich hatte davor nie Schiss. Ich habe irgendwie so ein Urvertrauen, glaube ich, dass wenn man ehrlich ist und sich verletzlich zeigt, dass das niemand ausnutzt oder irgendwie das zu einem Nachteil wird. Und bis jetzt wurde ich auch noch nie richtig enttäuscht. Und auch mit meiner bis jetzigen Erfahrung der Releases so, es ist so schön, wenn dir jemand schreibt irgendwie,
wow, noch nie hat jemand das irgendwie besser in Worte gefasst oder so. Das berührt mich extrem. Deswegen, bis jetzt bereue ich es nicht. Walk me through, wie entsteht so ein richtig geiler Paula Hartmann Heartbreak Song? Also. Alkohol. Nein, ich habe noch nie besoffen geschrieben. Wow, krass. Das steht noch auf meiner To-Do-Liste. Einfach, ich möchte mal wissen, wie ich dann schreibe oder ob ich irgendwie anders denke oder so. Habe ich noch nie gemacht. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass es bei jedem ein bisschen anders ist. Mit den Beats habe ich relativ wenig zu tun, außer dass ich meine Meinung mit reingebe und es sich dann aus der Stimmung heraus ergibt, für welchen wir uns an dem Tag entscheiden. Und ich muss auch sagen, dass es ein Riesenprivileg ist, dass ich nur mit Bistram arbeite und auch so lange, weil wir nicht so sessionbasiert arbeiten, dass ich jetzt heute reinkomme und wir machen jetzt eine Skizze und dann arbeiten wir die weiter aus oder heute muss ein Song entstehen, sondern wir machen das, was sich gerade richtig anfühlt und haben meistens einfach so 100 offene Baustellen und gucken dann, welche wir jetzt gerade irgendwie organisch weiterarbeiten können. Und eigentlich fängt es damit an, dass einer von uns irgendeine Idee hat, irgendein Gefühl oder irgendeinen Satz. Und ab dann sammeln wir einfach beide und Bistram arbeitet dann weiter an der Musik, während ich einfach da sammel. Und dann streiten wir einfach sehr viel. Ja, wir streiten uns echt über alles. Unsere Top-1-Regel ist Kill Your Darling. Kill Your Darlings. Sobald irgendeiner von uns was zu doll mag, ist eigentlich eine Regel, dass der andere es so niedermachen muss. Nein, wir diskutieren einfach viel und es ist manchmal auch ein bisschen anstrengend, weil wenn man dann so irgendwie eine Strophe geschrieben hat und denkt so, geil, die sitzt so, ich habe meinen Flow und alles, stellt der andere nochmal alles in Frage. Das macht es manchmal länger, aber glaube ich besser. Weil wir auch Prozess am Ende des voll Tages, und ja. Wenn eine Meinung oder eine Idee der Diskussion standhält, dann ist das meistens auch die richtige Entscheidung gewesen. Ja, Bistram ist ein Engel. Ich habe ihn sehr doll lieb. Auf deinem Albumcover steht, ich lese kurz ab, Nie verliebt und andere gute Nachtgeschichten. Ja. Und du hast ja zu den Singles auch diese Kassettentapes und so weiter und so fort. Was hat es denn damit auf sich? Liebe für Geschichten. Nein, ich habe früher unheimlich gerne Kassettenmärchen gehört. Was hast du so gehört? Alter, gar keine Ahnung. Ich hatte einfach immer diese Standard. Also ich hatte so einen Pack von diesen Europa-Märchen. Wir haben voll lange auch überlegt, was wir so visuell, wie wir uns darstellen wollen. Das war auch so ein Moment, wo es irgendwie alles dann gepasst hat. Als wir auf eBay eine richtig beschissen fotografierte Kassette gesehen haben und wir waren so, oh mein Gott, genauso kacke müssen unsere Single-Cover aussehen. Und eigentlich wollen wir generell diese ganze Geschichte erzählen. Und dann haben wir zum Glück jemanden gefunden, der auch unsere Zeichnungen genauso umsetzen konnte, weil daran wäre es fast gescheitert. Wir hatten diese Idee super früh, haben gefühlt halb Deutschland abgesucht nach Menschen, die in genau diesem Stil zeichnen, und haben das dann so nach 2 Monaten oder so aufgegeben, haben dann nochmal weiter überlegt, haben auch was anderes schon ausprobiert und das hat sich aber gar nicht richtig angefühlt. Und auf einmal, ich weiß gar nicht, wo diese Person herkam, aber ich glaube, es war sogar Bistram, der dann so meinte, ich habe jemanden, wir haben jemanden, der das so malen kann. Ja, ja. Wir haben vorhin ganz kurz im Café über das Rola-Interview gesprochen. Da fand ich auch eine Stelle sehr interessant. Da hat sie dich, glaube ich, auf den Hip-Hop-artigen Sound so ein bisschen angesprochen und du hast gemeint, dass du das gar nicht aneignen möchtest, was ich erstmal so sehr bodenständig finde. Aber ich muss auch sagen, als ich das gehört habe, und auch nicht nur der Sound an sich, jetzt von dem Klang und von den Beats und von der Rhythmik, sondern auch von deiner Wortwahl teilweise, ist es schon ein bisschen Hip-Hop-y zumindest. Und ich habe mir aufgeschrieben von wegen so, klar, es ist jetzt nicht unbedingt Rap, aber die hat auf jeden Fall die Street in sich, da kann sie mir nichts erzählen. Das ist ein Feedback, was ich sehr dankend annehme, hey, aber was doch. Ich mir trotzdem nicht selber, also das würde ich nicht so selber über mich sagen. Es liegt daran, dass ich einfach so einen großen Respekt davor habe und gerade auch geschichtlich mich da erst so letztes Jahr richtig angefangen habe reinzufressen. Du bist noch dabei, deine Do's zu payen, um im Rap zu bleiben. Oh yeah. Meine Haltung ist, glaube ich, auch eine andere, als dass ich sagen würde, ich bin Hip-Hop. Okay, ich verstehe. Also, ich glaube, es fließt ein bisschen davon in mir, aber
meine DNA ist auf jeden Fall nicht ausschließlich Hip-Hop. Was hast du dir denn für die Zukunft ausgedacht? Also wo möchte die Musikerin Paula Hartmann irgendwann mal hin? Was kannst du dir vorstellen? Was hast du für Träume, für Ziele, für Wünsche? Erstmal würde ich mir wünschen, weil ich hatte das, oder ich nehme das als Riesenprivileg wahr, dass ich bis jetzt Musik machen durfte, die ich machen will. Mhm. Und dass ich gar keinen, also wir haben einfach uns eingesperrt und Bistram und ich haben entschieden, was wir machen wollen und nicht 20 NAs, die mitgesprochen haben. Niemand. Mhm. Also es waren nur wir. Und wir haben auch nichts gemacht mit einem Ziel irgendwie. Wir haben einfach nur das gemacht, was wir machen wollten. Und wir hatten ja auch keine Meinungen oder so von außen. Das war richtig schön und diese Freiheit zumindest würde ich mir gerne weiter bewahren und noch vielleicht weiterentwickeln, als dass ich mich auch mehr traue, noch mich weiterzudenken. Mhm. Und ansonsten würde ich mich auch noch freuen, wenn ich in Zukunft einfach, wenn es mir immer möglich wäre, mit Leuten Musik zu machen aus allen Richtungen und da sowohl die Anerkennung zu geben, als auch zu bekommen und da irgendwie interessante Mischungen zu machen. Darauf habe ich große Lust. Und das ist ja etwas, was gerade erst anfängt, mit anderen zusammenzuarbeiten. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall irgendwann auf das Haftbefehl-Feature. Das muss passieren. Who knows? Ich würde mal sagen, die letzten Worte gehören dir. Oh no. Das ist fies, ne? Pressure. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Es hat großen Spaß gemacht. Danke für die Zeit. Vielen Dank. Ich danke. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Wir können auch nochmal anstoßen. Cheers. Auf euch, Diffus.